Auf dem Zwickauer Kornmarkt dröhnte in diesen Tagen ein Presslufthammer, abgeschirmt hinter einem Bauzaun. Mittendrin der Springbrunnen, der in diesem Jahr leider nicht sprudeln konnte. Doch das soll sich nach den Arbeiten ändern. Der Grund, warum der Brunnen in diesem Jahr trocken blieb, waren die großen Wasserverluste. Ständig musste nachgefüllt werden, weil das Wasser an irgendeiner Stelle ins Erdreich versickerte. Ja, da ist die Abdichtung verwittert, kaputt. Es wurde jetzt komplett abgebrochen und dann wurde es komplett neu aufgebaut mit einer neuen Abdichtung. Und das Ziel ist es, dass es am Ende wieder genauso aussieht, also der Originalzustand wieder hergestellt wird. Zu Beginn haben die Experten noch gerätselt, wo das Wasser austreten konnte. Fest steht, nach 16 Jahren des Betriebes hat irgendeine Stelle des Brunnens wohl Risse bekommen. Auch wenn der Brunnen selbst keine beweglichen Teile hat, so muss er doch vielen äußeren Einflüssen standhalten. Ja, wir vermuten, dass es an der alten Abdichtung, dass die nicht, wissen es nicht, so nicht richtig ausgeführt oder vielleicht eine Abstützung von einem LKW oder irgendwas etc. könnte auch sein, dass sie zerrissen ist. Und wie gesagt, wir fangen jetzt vorsichtig an, die Elemente zurückzubauen. Das muss ja nicht beschädigen. Und dann wird komplett abgebrochen, komplett aufgebaut, neu abgedichtet. Eines lässt sich jetzt schon sagen. Auch wenn er in den nächsten Wochen wieder intakt sein wird, so sprudelt er in diesem Jahr wohl nicht mehr. Bis auf eine Ausnahme. Ja, in der Testphase, ne? Also das werden wir schon noch mal in Anlauf nehmen. Aber jetzt dann wird das ja witterungsbedingt sowieso eingestellt, ne? Doch spätestens im kommenden Frühjahr kann er wieder sprudeln. Der Springbrunnen am Zwickauer Kornmarkt.